Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, einem neuen Projekt. Und ihr seht es schon, es ist die Siedler 2 Gold Edition. Also eigentlich ist die History Edition. Ich habe letztens im Laden gesehen, dass es dieses Spiel gesehen, wo ich ja alle 7 Siedler-Spiele in einem habe. Und das habe ich mir dann direkt geholt. Der Grund dafür, den sage ich euch gleich, wenn wir so ein bisschen losgelegt haben. Eigentlich wollte ich alle Spiele machen, also auch den ersten Teil. Aber ich habe den ersten Teil mal anprobiert. Der ist mir erst, also ganz ehrlich, der war mir zu alt, da kam ich nicht mehr klar mit. Also so ein bisschen hätte ich mir reinfuchsen können, aber das war mir zu anstrengend und umständlich, das zu spielen, als dass ich das jetzt als Let's Play direkt machen wollen würde. Vielleicht, wenn das Interesse da ist. Aber ich meine so, mit diesem Spiel hier bin ich aufgewachsen. Es ist ein Spiel, das kam raus, als ich ja noch ein Kind war und ja, ich habe es zuerst bei meinen Cousins gesehen. Ich bin ein großer Fan von diesem Spiel tatsächlich. Und das hat mich so richtig in die Thematik der Siedler reingehuckt. Ich werde, wie gesagt, das Ganze spielen und ja, wir gehen jetzt erstmal ins Menü. Ich werde sowohl die römische Kampagne als auch die Weltkampagne versuchen zu machen. Ich weiß nicht, wie lange ich brauche. Ich weiß auch nicht, wie lange ich die Folgen mache. Ich werde mit der römischen Kampagne anfangen, weil die römische Kampagne ist so mehr oder weniger Tutorial und gleichzeitig die Kampagne. Und die Weltkampagne ist ja Hardcore. Und ja, wie soll ich sagen? Wir fangen erstmal mit der römischen Kampagne an. Kapitel 1. Ja, es gibt zwei Kapitel direkt. Also schaltest das zweite schon direkt frei. Weil das erste ist halt wirklich basically nur Tutorial. Gut, dann machen wir, es geht los. So. Tagebuch des Octavius, vierter Tag nach dem Schiffbruch. Gestern fanden sich alle Überlebenden zusammen, um die Lage zu beraten. Da keine Aussicht auf eine baldige Rettung besteht, beschlossen wir uns auf dieser fremden Insel niederzulassen. Dabei werden uns die geretteten Güter aus dem Schiff eine große Hilfe sein. Das Wichtigste ist, die Rohstoffe der Insel für den Aufbau einer Siedlung nutzbar zu machen. Wir benötigen dringend Unterkünfte für einen Holzfäller, Schreiner und den Steinmetz. Bauen Sie Unterkünfte für einen Holzfäller, Schreiner und Steinmetz. Irgendwie konnte man noch. Ja. Ich werde es in dem brandgesunden Zustand machen, weil das ist ungefähr so, wie ich das kenne von dem brandgesunden, weil ganz ehrlich, wenn ich in dem Zustand spiele, dann ist alles so mini klein. Gut, das hier ist die Siedler 2. Es ist ein altes Spiel, wie man sich schon denken kann. Und wir, ja, ich möchte anmerken, bevor es so richtig losgeht, beziehungsweise, naja, ich mache erstmal, okay. So, ich erkläre dann gleich. Okay, so, Folgendes. Also, ich habe letztens bei einem YouTube-Kanal gesehen, dass er dieses Spiel spielt und ich, ja, habe mich direkt wieder darin verliebt, das zu spielen. Und dachte mir so, hey, komm, das wäre doch was. Und ich bin ja jemand, der ungern Projekte abbricht. Was mich halt auch momentan sehr demotiviert hat. Weswegen ich halt hier jetzt, ja, so lange auch nichts hochgeladen habe, weil ich mich mehr demotiviere. Es macht mir zu wenig Spaß momentan, dieses Spiel. Also ich rede natürlich von Tales of Vesperia. Und ich habe überlegt, wie löse ich dieses Problem, weil ich möchte es nicht abbrechen, ich möchte aber auch nicht ewig in Lethargie verfallen und nichts mehr machen.
Und dadurch, dass ich jetzt dieses Video von dem YouTuber gesehen habe, diese Videos sind ja mittlerweile zwei, habe ich mir gedacht, oh, das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Ich werde jetzt einfach zusammen mit Tales of Vesperia die Siedler hochladen. Weil dann habe ich immer ein Spiel, auf das ich mich freue. Und ich möchte halt nur einen Part von Siedler hochladen, wenn ich auch einen Part von Tales of Vesperia habe. So tue ich mich selbst dazu verdonnern, halt Tales of Vesperia zu spielen. Klingt vielleicht jetzt böse gesagt, weiß ich nicht. Ich möchte halt das Spiel schaffen. Es kann ja sein, dass es irgendwann noch gut wird. Es ist halt einfach nicht mein Ding momentan. Und ja, von daher, ja, möchte ich das so ein bisschen halt entsprechend. Handhaben. Also ja, wir werden jetzt immer abwechselnd. Ich werde jetzt immer, sofern ich habe, zwei Parts hochladen. Einmal Tales of Vesperia und einmal Siedler 2. Kommen immer beide zum selben Tag. Ich habe momentan noch einen Part von Tales of Vesperia. Weil ich super demotiviert schon war. Den ich schon seit mehreren Wochen nicht hochgeladen habe. Und ja, auch noch nicht gerendert habe. Ja, werdet es merken, wenn ihr es seht. Ja. Und das wird hoffentlich einigermaßen schön, dass ich das dann, dass ich dann weiterkomme. So, jetzt zum Spiel. Also, das hier ist die Siedler 2. Vielleicht sagt dem einen oder anderen Siedler noch was, weil, wie gesagt, es gibt 7 Spiele. Das letzte ist anscheinend 2018 rausgekommen. Ich habe tatsächlich nur Siedler 2 bis 5 gespielt. Also ich habe Siedler 1 jetzt nur mal so offscreen kurz angetestet. Es ist praktisch dasselbe wie das hier, bloß dass es viel schlechter zu handhaben ist. Also, während ich hier zum Beispiel mit der Leertaste anzeigen kann, wo ich welche Gebäude bauen kann, ist das nicht in Siedler 1 der Fall. Ich kann hier mit der Maustaste einfach auf so eine Stelle klicken, dann bekommt mir das Menü angezeigt, was ich bauen kann. Das ist auch bei Siedler 1 nicht so. Bei Siedler 1 ist es so, da muss ich dann noch einen Extra-Button klicken, damit ich überhaupt zu den Gebäuden komme. Keiner sagt mir, was die Gebäude sind. Das ist nämlich auch hier nicht der Fall. Hier sehe ich Holzfäller, Steinbruch, Sägewerk. Also ziemlich viel besser in der Handhabung als der erste Teil. Ja. Und jedenfalls, das ist. Ja, momentan so der Stand. Die Siedler 2 ist, ja, altes Spiel mit Pixelgrafik. Ich finde die Pixelgrafik ehrlich gesagt richtig schön. Ich weiß nicht, mir hat das schon immer gefallen, so wie das hier aussieht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Dafür, dass es halt nur Pixelbäume sind, sehen die Bäume echt gut aus. In meinen Augen. Ja. So, und dann, 8. Tag nach dem Schiffbruch. Die Grundlagen für den Aufbau unserer Siedlung sind geschaffen. Der Baumbestand in diesem Gebiet wird aber nicht lange hervorhalten. Um die langfristige Versorgung mit Holz zu gewährleisten, benötigen wir einen Förster. Bauen Sie ein Forsthaus. So. Und das werden wir hier machen. Brauchen wir auch gleich noch einen zweiten Holzfäller. Weil ein Forstförster ist, hat genug Zeug, um halt mehr Holzfäller zu verdienen. So, ja, zu versorgen. Ja. So, grundsätzlich ist es ein ganz normales Aufbaustrategiespiel, wie halt auch die meisten anderen. Wir haben halt hier so unsere. Es sind auch sehr schöne kleine Animationen, hier Siedler zum Beispiel. Und ja. Wir haben hier unser Hauptlager, da sind alle unsere Gegenstände, die wir haben, drinne.
Und auch Soldaten und sowas. Bevölkerung 53, normalerweise ist 100 die Grenze. Sie erfüllen sich, glaube ich, von selbst irgendwann auf. Ja. So, und man muss halt alle Gebäude, die man so baut, mit Wegen verbinden, damit halt die ganzen Waren geliefert werden. Und man kann dann diese Fahnen setzen, damit halt entsprechend die Waren ein bisschen schneller geliefert werden, weil dann mehrere Leute sich dahin machen. Weil wenn auf eine Fahne passen so 8 Gegenstände, und wenn da jetzt 8 Gegenstände liegen und einer dann einen ewig weiten Weg laufen muss, dann wird es niemals fertig. 11. Tag im 2. Monat nach dem Schiffbruch. Wir wissen immer noch nicht, ob wir alleine auf dieser Insel sind. Vorsichtshalber sollten wir einen Wachposten an den offenen Grenzen zum Landesinneren errichten. Bauen Sie eine Baracke an der nördlichen Grenze Ihrer Siedlung. Okay. Das kriegen wir hin. Bauen wir eine Baracke. Hier. So. Jetzt, wo der Förster hier drin ist, kann ich auch die Straße dazu abreißen, weil ein Förster braucht keine Materialien, die er wegsendet. Und der pflanzt jetzt fleißig halt Bäume. Schwupp, da ist schon ein Baum gesetzt. Wenn ich übrigens die Fahne an so einem Gebäude abreiße, reiße ich das ganze Gebäude mit ab. Die natürlich in dem Fall jetzt noch nicht machen. Wir können hier zum Beispiel noch einen ja, Erkunder vorschicken, damit er am Rand meines Gebiets mal so ein bisschen erkundet, was es so gibt. Ja, und die Karte ist nicht groß, die loopt sich auch schnell. Hier haben wir noch ein paar Nachrichten. Gebäudetyp Barack und Forsthaus. Ich bin übrigens ein Fan davon, immer zu sehen, wie viele Gebäude, welche Gebäude ich wohin setzen kann. Also, wenn ich öfters mal dieses Menü hier offen habe, dann wundert euch bitte nicht. So. Was die Musik angeht, es gibt übrigens hier einige Tracks, so 14 verschiedene Tracks. Ich werde die mal so in Dauerschleife durchlaufen lassen, wenn sie euch zu sehr auf den Sack gehen. Dem erst sagen, dann spiele ich halt andere. Also, was heißt andere? Dann versuche ich es vielleicht mit eigener Musik zu unterlegen, keine Ahnung. Wobei ich nicht weiß, was ich da alles nutzen kann. So, dann haben wir hier einen Berg, den werden wir gleich erkunden müssen. Ich werde mir bestimmt gleich mein toller Auftraggeber sagen. 5. Tag im 3. Monat. Durch die Ausbreitung unseres Landes haben wir den Berg im Norden erreicht. Unser Gelehrter sollte sich dort den Boden mal anschauen. Langfristig brauchen wir Brennstoff, Baumaterial und natürlich auch Waffen und gemünztes Gold. Wir müssen also Eisenerz, Gold, Kohle und Granit finden. Bauen Sie einen Weg auf den Berg und schicken Sie Ihren Gelehrten dorthin. Tatsächlich habe ich das Gebiet eigentlich nicht wirklich erobert. Nur so ein bisschen bis jetzt. Bin gar nicht reingegangen. Ja, wenn jetzt so ein Soldat in so ein Militärgebäude geht, erweitert sich unsere Landesgrenze. Und das machen wir auch gleich nochmal. Hier oben. So, und dann schicken wir mal 2 Gelehrten los. Machen noch einen Gelehrten hier, weil hier wird man Wasser finden und Wasser wird garantiert auch noch eine Textnachricht auslösen. Überall, wo grünes Gras ist, ist im Grunde Wasser. Ich finde das total dämlich, dass die das überhaupt erkunden. Tun sie so, als hätten sie was Krasses gefunden. Ja, unser Gelehrter hat eine Wasserader gefunden. Nun wären wir in der Lage, mit einem Brunnen Wasser zu fördern. Ja. Sag ich ja. Überall, wo Wiese ist. Die Sache ist halt auf jeden Fall 16. Tag im 6. Monat. Wir haben Eisenerz gefunden und wären jetzt in der Lage, Waffen zu produzieren. Der weiteren Erkundung der Insel stünde denn nichts mehr im Wege. Dazu müssen wir aber erst ein Eisenbergwerk und die dazugehörige Eisenschmelze bauen. Eine Waffenschmiede könnte dann die Produktion von Schwertern und Schilden übernehmen. Wir müssen aber auch die Bergarbeiter mit Nahrungsmitteln versorgen. Unsere Vorräte sind fast aufgebraucht. Wir brauchen Jäger und Fischer. Bauen Sie ein Eisenbergwerk, eine Eisenschmelze und eine Waffenschmiede. Gut, also zuerst einmal baue ich einen Brunnen. Und dann bauen wir einen Jäger. Einfach bloß, weil ich ganz genau weiß, es könnte sein, dass da irgendwas als Jäger vorgesehen ist. So, und dann machen wir da einen Fischer noch hin. Ja,
Wasser fischen können. Was haben wir noch? Was er wollte? Wir wollten jetzt noch, dass wir eine Eisenschmelze und eine Schmiede bauen. Okay. Dann machen wir das hier. So. Wir haben hier, wie gesagt, Kohle gefunden. Eisen gefunden. Weil bei Eisen ist, können wir das natürlich abbauen. Machen wir also ein Eisenbergwerk dort mal hin. Große Gebäude haben wir, glaube ich, noch gar keine. Wir bauen einfach alles, was hier so vorgegeben wird momentan. In der Hoffnung, dass dann halt ein paar neue Textoptionen kommen. Ich weiß, dass ich das gar nicht bräuchte. Theoretisch könnte ich auch einfach direkt zum Ziel gehen und dann hätte ich die Sache erledigt. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. So, ich werde versuchen, hier möglichst am Berg zu bleiben, weil ich die großen Fläche hier zum Beispiel ganz gerne hätte. Würde ich gerne behalten. Die Versorgung der Schmelzereien ist gewährleistet, denn wir haben Kohle im westlichen Gebirge gefunden. Nun können wir unsere Metallerze problemlos weiterverarbeiten. Alles entwickelt sich sehr gut. Da fällt mir eigentlich auch noch mein Fenster offen. Kein Wunder, dass ich so viel Straßenlärm höre. So, Kohle wurde gefunden. Warum hier ein Kohlebergwerk? Dieser Mission muss ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen machen, dass ich irgendwelche Dinge, was Erz und sowas angeht, vorsichtig machen muss, weil ja, ich werde hier sowieso nicht kämpfen. Es gibt übrigens vier verschiedene Völker in diesem Spiel. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man auch andere Völker spielen kann, außer den Römern. Aber es gibt ansonsten noch Japaner oder Asiaten, ich weiß nicht. Ich glaube, es sollen aber eher Japaner sein. Wikinger und... Ja, Oh, nee. Wie heißen die? Ja, nee. Auf jeden Fall afrikanisches Volk. Haben die auch noch so einzelne kleine Mini-Animationen wie Seilspringen oder Kaugummi kauen oder mal winken. Zeitung lesen. Das ist alles sehr schön gemacht. Letzter Tag im 8. Monat nach der Landung. Nördlich unseres neuen Außenpostens liegt eine weite, fruchtbare Ebene. Dort ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, unsere Siedlung zu erweitern. Dazu brauchen wir allerdings Soldaten. Erreichen Sie die nördliche Ebene, damit Sie an der Nordgrenze weiter beraten werden. 12. Tag des 9. Monats. Nachdem wir weiter nach Norden vorgedrungen sind, haben wir endlich genug Platz, um größere Gebäude und Bauernhöfe errichten zu können. Jetzt wollen wir das umliegende Gebirge nach Rohstoffen absuchen. Suchen Sie nach neuen Rohstoffen und sichern Sie die Nahrungsversorgung. Erkunden Sie die Insel vollständig. So, erst einmal, jetzt habe ich ein großes Gebäude, nämlich einen Bauernhof. Den möchte ich ganz gerne in der Mitte hier bauen und nichts drumrum, weil der Bauernhof wird eine Menge Platz brauchen.
Hauen wir mal noch zwei Gelehrten dahin. Ich bin ganz ehrlich, ich tue mal. Ja. Versorgung ein bisschen verändern. Im Weg. Wenn übrigens ein paar Straßen sehr viel benutzt werden, dann können die auch irgendwann zu Eselstraßen werden und dann hilft noch ein zusätzlicher Träger sozusagen als ein Esel mit. Also man sieht übrigens auch, wie effektiv so ein Haus ist und wir haben sehr viele Nachrichten. Was war? Ja. Das ist nicht sonderlich besonders. Gut. Was findest du bestimmt Gold, oder? Kohle. Kohle interessiert mich gerade nicht. Ich habe keine Bretter. Holzversorgung ist völlig Eimer. Der ist eigentlich auch ausgelastet. Vielleicht machen wir es ein bisschen effektiver. Ich habe 13 Minuten nicht gespeichert. Schön und gut. Hab jetzt auch nicht vor. Na, hier, der Jäger hat gerade einen Hasen erledigt. Mal schön beobachten. Nächste Soldat kommt. Ich werde übrigens die Straße jetzt hier abreißen, weil ich dem Bauernhof mehr Platz gönnen möchte. Gehen über den Berg. So. Okay. Der Bau unserer ersten Getreidefarm ist abgeschlossen. Das Getreide könnte nur in einer Mühle zu Mehl verarbeitet werden oder auf einem Schweinehof verfüttert werden. Die Versorgungslage würde dann immer besser. Ja. Genau deswegen bauen wir jetzt einfach noch einen Bauernhof. Eine Mühle. Eine Schweinezucht, würde ich gerade fast sagen. Schweinezucht ist mir eigentlich nicht zu wenig Platz da. Hier irgendwo ist Gold, das weiß ich. Und der setzt jetzt hier Felder um sich drumherum, die massiven Bauplatz wegnehmen. Deswegen
jetzt bauen sollte, sonst sinke ich seine Produktivität. Ich brauche noch ein paar extra Straßen. Gold, oder? Wir haben eine Goldader erschlossen und wären nun in der Lage, in einer Münzprägerei kostbare Münzen herzustellen. So langsam wird das Leben hier beinahe recht heimisch komfortabel. Ja, nee. Münzprägerei. Was ist denn jetzt aus? Was habe ich denn sonst noch? Viele Eisenschmelze, Münzprägerei. Habe ich alle schon? Große Gebäude habe ich auch alle schon. Kleine Gebäude habe ich auch alle schon. Da gelehrte Granitvorkommen in den Bergen erfunden haben, ist der Nachschub an Steinen bis auf weiteres gesichert. Ja, Granit kann ich jetzt auch abbauen. Dass es sich lohnen würde. Okay, bauen wir halt hier ein Goldbergwerk. So, jetzt habe ich definitiv genug Platz für Schweine. So, ein Granitbergwerk kann ich auch noch mal bauen, bloß damit ich es gemacht habe. So, dann weiter. Der Militärausbau. Ich muss dann nach links. Das weiß ich ganz genau. So. Man sieht übrigens, die Steine werden immer weniger. Das Holz wird auch gerade so langsam etwas knapper. 3 Holz verloren ist wohl Förster doch ein bisschen überlastet. Aber es wird schon. Die Windmühle könnte eine Bäckerei mit ausreichend Mehl versorgen. Ja. Was sind die Windmühlen da? Na dann, Bäckerei. Die Karte geht schon noch ein bisschen zur Seite.
Genau, mit L konnte ich die Karte aufrufen. Das ist unsere Karte. Ich kann sie jetzt nicht sehr viel größer machen. Ihr seht, ist das hier unten schon, das ist da oben. Wir haben also schon fast einen Loop. Ja. Ich kann hier mit der Karte noch mein Gebiet wegmachen, Straßen und Häuser entfernen. Und mit dem Gebiet sehe ich, das ganz gerne, weil dann weiß ich ganz genau, wie weit wir uns ausgebreitet haben. Wir müssen eigentlich schon fast am Ziel sein. Ich möchte natürlich, bevor ich ans Ziel gehe, erstmal noch alles gebaut haben. Ich glaube, es wird den Moment vielleicht sogar aufploppen. Der Kundschafter weit genug kommt. Ja. Ein seltsames Ding haben unsere Gelehrten entdeckt. Es sieht aus wie ein Tor. Offensichtlich waren es also doch bereits Menschen vor uns auf dieser Insel. Sogar eine Inschrift in lateinischen Buchstaben entdeckten sie auf dem Tor. Sie ist sehr seltsam und widersprüchlich. Vielleicht ein Rätsel. Consiste ut procederas. Lass dich nieder, um fortzuschreiten. Wer weiß, was das bedeutet. Ja, das ist unser Ziel. Wenn wir das hier erreichen, dann haben wir die Kampagne abgeschlossen, die erste. Das heißt, wir müssen unser Gebiet noch dorthin erweitern. Das ist das, was wir vorhaben. Und die haben auch schon Eselstraßen, wie man sieht. Die wurden dann mit Goldfaden markiert und sind ein bisschen schwärzlicher. Der Jäger ist schon fast nicht mehr jagen. Ich bin doch kein großer Fan von Jägern. Die Tiere tun sich nur sehr spärlich nachrüsten. Dann Fischer hat da viel mehr Erfolg. So, man kann übrigens bei den Schmieden, glaube ich, einstellen, was man möchte. Das geht, Ganze geht über Verteilung. Glaube ich nie. Nee, Quatsch, genau, Werkzeuge. Was man für Werkzeuge haben möchte, kann man einstellen. Da keine Schwerter dabei? Bogen, Holz, Beil, Sense. Also, Bogen ist übrigens nicht für Fernkämpfer, das ist für Jäger. Ah ja, und hier kann man einstellen, was am wichtigsten transportiert wird. Ich war der Meinung, man konnte auch die Produktivität aller Gebäude, Militär, viel benutzt wird. Ja, aber ich meine, man konnte auch Waffen herstellen. Weiß ich natürlich nicht, ob ich das jetzt schon kann oder ob ich das erst in der nächsten Kampagne gerne. Okay, wir haben mittlerweile Gold. Und die Granitmine wird jetzt auch besetzt. Ihr wartet ja noch, dass ich eine Donkey, also eine Eselsfarm machen kann. Guck mal, das wird auf jeden Fall noch kommen. Militärgebäude besetzt, sehr gut. Uns weiter dem Ziel nähern. Unser neuer Schweinehof könnte nun eine Metzgerei mit Schlachtvieh versorgen. Ja, na dann. Gewerk Fleischerei. Damit ihr jetzt nicht so einen ewig weiten Weg brauchen.
Werde ich hier mal noch in der Nähe einen Brunnen bauen, einen weiteren. Können sie nämlich das Wasser an die Schweine liefern. Brunnen sind unerschöpflich. Also ich werde niemals an Wasser aus. Also das Wasser wird einem niemals ausgehen. So. Hier unten müsste eigentlich mittlerweile langsam ein Platz sein, naja. Okay, der Jäger jagt gar nichts mehr. Noch abreißen. Abriss. Wir haben die ersten Goldmünzen geprägt und können jetzt die Ausbildung unserer Soldaten bezahlen. Ja. Da ich hier sowieso nicht kämpfen werde, ist mir relativ egal, aber die Goldmünzen funktionieren auf diese Weise. Jedes Mal, wenn unser Militärgebäude ist, da kann man die Goldmünzen zum Beispiel sperren. Und ja, da werden Goldmünzen eingeliefert. Das wird jetzt in dem Fall hier gleich passieren. Die liefern jetzt hier gerade eine. Wahrscheinlich direkt hier rein. Ja. So, und dann kommt so eine Goldmünze und der Kollege, der drinne ist, wird dann jetzt durch die Goldmünze befördert. Und wenn dann noch mehrere Kollegen drinne sind, dann kriegen die noch zusätzlich Upgrades. Das heißt, es wird von rechts nach links halt alle um eine Stufe erhöht. Sofern, es kann aber nur eine Stufe immer von einer Sorte erhöht werden. Also wenn ich jetzt so zum Beispiel einen neuen Schützen, das ist ja die niedrigste Einheit ist, was der jetzt gerade ist, wenn ich einen neuen Schützen habe, dann wird nur der ganz rechte praktisch hochgestuft. Aber danach, bei der zweiten Münze, werden halt zwei hochgestuft, weil der Schütze ist dann Gefreiter und wird dann halt zum Unteroffizier. Und der nächste Schütze wird dann zum Gefreiter. So weiter geht das. So, und da hat er sich gerade entwickelt. Sieht man halt auch am Schwertsymbol. Ja. Das brennende Gebäude wird übrigens mit der Zeit aufhören zu brennen, wie jetzt. Und dann wird es mit der Zeit verschwinden und dann kann man wieder was Neues da bauen. Ja, ansonsten, Bäckerei läuft auch. Das nächste Militärgebäude ist auch fertig. Es müsste eigentlich schon der nächste Soldat unterwegs sein. Ja, da ist er. Ja, und Runde sind wir dann auch so gut wie fertig. Ich weiß nicht, ob er Fleischerei will ich noch am Bauen. Ich weiß nicht, ob dann noch jetzt irgendwas freigeschaltet wird in dieser Kampagne. Das werden wir mal sehen. Ich warte natürlich noch, bis die Fleischerei fertig ist. Wenn ich das Tor erreiche, dann habe ich die Wahl, ob ich direkt beende oder nicht. Ich müsste sowieso noch eine weitere Baracke bauen. Übrigens haben alle Militärgebäude zwei Fahnen. Einmal so eine weiße Fahne, die zeigt im Grunde an, dass es ein friedliches Gebiet ist. Wenn da eine weiße Fahne mit einem Strich wäre, einem Schrägstrich, dann wäre das, würde das bedeuten, dass ein feindliches Gebiet in der Nähe ist und eventuell Angriff möglich ist. Und wenn ein gekreuztes weiße Fahne ist, dann heißt es, man ist direkt in der Nähe des feindlichen Gebietes und Angriff ist jederzeit möglich. Des Weiteren die linke Fahne. Die blaue da, die kleine. Je mehr Soldaten in so einem Haus sind, desto mehr Fahnen von der Sorte wehen da. Ich habe jetzt eine Fahne, das heißt, da ist ein Soldat drin. Kann man bei denen hier noch ganz leicht sehen, aber später gibt es halt auch größere Gebäude, wo man nicht alle Soldaten daran erkennen kann, wie viele es sind, aber man kann halt erkennen, dass sehr viele drin sein müssen. Die Schlachterei ist im Grunde fertig. Meine Eselstraßen sind mittlerweile schon ein bisschen hoch.
Hier unten in der Steinmetz ist es schon fast geschafft, alles abzuernten. Und schafft dieser eine Förster schafft es tatsächlich, alle drei auf 100% laufen zu lassen. Das ist schon nicht schlecht. Der Schlachter arbeitet auch schon. Tja, im Groben und Ganzen habe ich eigentlich alles gebaut. Ich glaube nicht, dass ich noch irgendwas habe, was ich noch nicht gebaut habe. Alle Tutorial-Gebäude habe ich fertig. Er hat jetzt bis jetzt auch keine weiteren Tutorial-Gebäude angemerkt, also bin ich eigentlich keine weiteren Steinbestände. Ah ja, das musste ja auch mal passieren. So, keine weiteren Steinbestände heißt, ich kann das hier ganz beruhigt abreißen. Ich hätte jetzt Platz für was Neues. Das macht überhaupt nichts, weil er hier hat noch genug Steinbestände, wobei er auch theoretisch sagen könnte, dass er nichts mehr findet in der Entfernung. Ich weiß nicht, ob er noch bis da hoch rennt. Oh ja, offensichtlich schon. So, das Militärgebäude ist fertig. Der hier überhaupt schon mal gearbeitet. Genau. Aber sobald die Baracke besetzt ist, bin ich im Grunde mit der ersten Kampagne durch. Wie gesagt, nichts Besonderes. Ist nur einfaches Lernen von verschiedenen Gebäuden etc. Ja, da sind wir am Ziel. Zweiter Tag des 13. Monats. Seit wann auch immer es 13 Monate gibt. Nach der Landung. Gestern begann das zweite Jahr und wir scheinen es geschafft zu haben. Die Gelehrten berichten von seltsamen Aktivitäten am Tor. Es sieht so aus, als habe sich ein Weg geöffnet, der uns von dieser Insel wegführen kann. Scheint der Sinn des Rätsels zu sein. Man muss sich niederlassen und siedeln, um weiterzukommen. Mal sehen, vielleicht führen ja wirklich alle Wege nach Rom. Sie haben die Mission erfüllt. Das zweite Kapitel wartet schon auf Sie. Ja, jetzt habe ich die Möglichkeit fortzufahren und noch ein bisschen auszubauen, aber sehe ich jetzt keinen größeren Grund drin, deswegen werden wir das Tor betreten. Das erste Kapitel erfolgreich beendet. Ja, und im nächsten Part geht es dann weiter mit dem zweiten Kapitel, erster Kontakt. Das sind 10 Kapitel insgesamt. Und danach, wenn die 10 Kapitel durch sind, haben wir wie gesagt noch das hier. Die Weltkampagne. Da können wir die gesamte Welt erobern. Wir müssten mit Europa anfangen und dann gucken, was wir sonst noch so erreichen. Habe ich, glaube ich, noch nie geschafft, die Weltkampagne, weiß ich nicht. Gucken. Ich meine, ich habe da früher immer Trick 17 benutzt, aber ich möchte es möglichst versuchen, fair zu gewinnen diesmal. Gut, das soll jetzt jedenfalls. Oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Das soll es jedenfalls gewesen sein vom ersten Part. Ich danke fürs Zusehen. Ja, und ich hoffe, das motiviert mich echt genug, auch jetzt mal weiter mit Tales of Vesperia zu machen. Zumindest eine Folge pro Siedlerfolge wäre schon nicht schlecht. Bis zum nächsten Mal und ciao.